Hallo und herzlich willkommen bei Crystal Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir zusammen ein ganz, ganz leckeres Rezept, nämlich Grünkernfrikadellen. Und ja, vielleicht klingt das für den einen oder anderen nicht ganz so appetitlich. Ich muss auch ehrlich sagen, es klingt für mich auch so, also ich glaube, ich hätte es nicht nachgemacht. Aber das hat mein Schwesterherz an einem Geburtstag gemacht oder was weiß ich. Also auf jeden Fall waren wir alle zusammen. Und es hat sogar Leochen geschmeckt. Also von groß bis klein ist das Rezept, hat einen Daumen nach oben bekommen. Da habe ich mir gedacht, komm, ich filme das Ganze, weil ich fand es nämlich auch super lecker. Ist eine super Alternative zu Fleisch für diejenigen, die jetzt vielleicht auch den Winterspeck loswerden wollen. Das ist genau richtig. Und ich würde sagen, wir starten auch schon mal direkt los mit den Zutaten. So, für unsere leckeren Grünkernfrikadellen benötigen wir natürlich Grünkern. Das hier sind 150 Gramm in ganzen Körnern. Die hier gibt es so zu kaufen. Dann benötigen wir noch zwei Knoblauchzehen, 120 Gramm Zwiebeln. Die habe ich jetzt hier schon mal geviertelt und geschält. Dann benötigen wir noch 15 Gramm Öl. Ich benutze immer Sonnenblumenöl. Dann benötigen wir noch 450 Gramm Wasser und dann habe ich da einen Esslöffel Gemüsebrühe reingetan. Wie immer meins von Alnatura. Dann benötigen wir außerdem noch 70 Gramm Haferflocken. Hier habe ich nochmal zwei Eier der Größe M. Und hier unten habe ich schon mal ein paar Gewürze vorbereitet. Das ist einmal ein Teelöffel Salz, dann noch hier ein Viertel Teelöffel Paprika Edelsüß. Da benutze ich immer die ungarische Paprika und noch ein bisschen Pfeffer. Als erstes kommt der Grünkern jetzt in den Mixtopf und wird für 10 Sekunden auf Stufe 8 geschrotet und dann hier wieder umgefüllt. Jetzt kommt der Knobi und die Zwiebeln in den Mixtopf und das Ganze wird für 3 Sekunden auf Stufe 7 zerkleinert und dann wieder mit dem Spatel nach unten geschoben. Jetzt gießen wir das Öl hinzu. Ich gebe jetzt noch mal eine Prise Zucker dazu und dann wird das Ganze für 3 Minuten 120 Grad Stufe 1 gedünstet. Jetzt geben wir unsere Gemüsebrühe und das Grünkernschrot in den Mixtopf und lassen das Ganze für 5 Minuten 100 Grad Stufe 2 aufköcheln und danach stellen wir den Thermomix auf 12 Minuten 90 Grad Stufe 2 ein. Jetzt geben wir alle restlichen Zutaten hinzu und lassen das Ganze für 10 Sekunden auf Stufe 4 alles umrühren und danach lassen wir es einen Moment ganz kurz abkühlen. So, ihr Lieben. Und jetzt nehme ich mir einfach hier so einen großen Eisportionierer in die Hand und werde das, glaube ich, einfach mal versuchen, mit denen hier portionsweise zu kleinen Kügelchen formen. Denn so bin ich, dann gehe ich dann auf Nummer sicher, dass auch wirklich alle die gleiche Größe haben. Und danach werde ich das Ganze jetzt auf meinem James machen. Das ist der große Ofenzauberer. Ihr seht, der ist schon, also den benutze ich, um ehrlich zu sein, wirklich am meisten, weil der einfach hier nochmal diesen Rand hat. Ich kann ihn wirklich wie ein Backblech benutzen, kann da drin alles machen, was auch ausläuft, muss mir keine Sorgen machen, dass es in den Backofen reinläuft und kann auch zum Beispiel sowas wie Rührkuchen und sowas da drin machen. Und ich mache es jetzt darin. Wer den James nicht hat, der kann das Ganze auch einfach in der Pfanne erhitzen, aber so spare ich mir einfach nochmal ein bisschen das Fett. Ich gebe jetzt noch mal so einen ganz, ganz kleinen Klecks Butter oben drauf, aber wirklich nur einen kleinen. Nur weil es ja ganz, ganz trocken ist und ohne Fett, ja, mache ich mir ein bisschen Gedanken, weil es ja keine Frikadelle ist, die sonst Fett ausstößt, damit das Ganze auch schön kross und nicht zu trocken wird. Und dann würde ich sagen, wandert das Ganze im vorgeheizten Backofen bei 220 Grad in der untersten Schiene. Und ich denke mal so um die 20 Minuten. Ich schreibe das dann mal wie immer ins Rezept dann richtig rein. Und fertig sind wir. Ich hoffe, ihr probiert das Rezept mal aus und schreibt mir, ob es euch geschmeckt hat und ob es für euch auch eine Alternative ist. Ich muss ehrlich sagen, ich vergleiche es jetzt gar nicht mit einer echten Frikadelle. Ich fand es einfach nur so lecker. Und ja,
Ich würde sagen, viel Spaß beim Ausprobieren. Das Rezept ist wie immer unten in der Infobox verlinkt auf meiner Homepage. Und alle Helferlines, die ich benutzt habe, schreibe ich euch ja wie immer untereinander unten hin. Und den Katalog und so verlinke ich ja wie immer auch unten in der Infobox, damit ihr einfach stöbern könnt. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ich würde sagen, bis nächsten Sonntag. Tschüss!